Ja, die werden halt ständig irgendwo nachteleportiert hier und keine Ahnung. So, sind schon die Hälfte angekommen. Haben schon eine gute Reise hinter uns gebracht hier in dieser Wüste. So, jetzt kommt hier das Schwierige. Das müssen wir irgendwie uns durchschmuggeln. Da stehen sie alle wieder Schlange. Ah, jetzt ist ein Weg frei geworden. Deswegen mal kurz abwarten. Dann zeige ich euch nur den Weg nach Zadapyra. Zadapyra ist auch der beste Tempel da drin. Da kann man richtig gut leveln. Von Level 1 bis, ja gut, wenn man stark genug ist. Sag mal so Level 70 bis 110. Kannst gut leveln da drin. Ich habe 109 schon den Tempel verlassen da und seitdem bin ich irgendwann mal mit Quests und alles Lilie und dann irgendwann mal zu 120 gekommen. Aber jetzt habe ich ein Problem. Ich brauche nämlich eine neue Rüstung. Eine starke. Komplett eine neue Rüstung. Die Waffen reichen ja, oder? So. Sind wir gleich da. So, ich muss selber mal überlegen, wo es hingeht. Die nächste Abzweigung nach unten. Also der Weg hier, ne? Oder? Die Richtung geht's gut. Sonst gehen wir heute bis Spinnix an. So, dann schreibe mal Pyra ist Prozent, weiß ich aber nicht ganz, was ungefähr die Pyra hat. So, hier kommt man so einen alten Tempel vorbei. Keine Ahnung, was das ist. So. Immer schön die Wege folgen. Vielleicht steigt man ja eine Gruppe an. Weiß ich ja nicht. So, jetzt hier rum. Da lang. So, und hier rum. Jetzt geht's da lang. So. Fünf Viecher muss ich noch killen. Schon fast da. Ich weiß nicht, wie heute jetzt die Pyra ist. Es war ja auch gestern Borgschlacht. Mal gucken, wie weit wir mal kommen. So, da hinten sieht man schon langsam den Tempel aufsteigen. Gehen wir mal hier runter. Da hinten ist schon die Pyra. Wunderbar anzusehen. Und die Sterne hoch und der Himmel der Nacht. Hier wird es irgendwie nie dunkel, ne? Also nie Nacht. Ist immer irgendwas. So. Das müssen wir mal im Last Chaos auch mal einbauen, die Nacht. Wie viel Uhr es dunkel wird und sonst was. So ein bisschen Himmelsatmosphäre mal ein bisschen spannend machen, ne? So. Sind fast da. Dann werde ich mal hier dann speichern.
So, sind gleich da. Da sind wir aber da gut durchgekommen. Hatten Glück gehabt. Ja. So, jetzt gehen wir jetzt hier langsam runter. Und wenn hier eine Borgschlacht ist, weißt du, wie schwierig du hier eigentlich langkommst? Ganz schwer. So. So, wir sind fast da. Da oben ist nämlich der Tempel. Wir können ja mal da hochgehen, dann könnte ich auch mal ein paar Sachen zeigen. Hoffentlich bleibe ich jetzt nicht hier irgendwo stecken. So, um die Pyra einzunehmen, da unten ist ja der Eingang. Erkläre ich das auch mal ganz kurz. Du brauchst eine ziemlich starke Gilde, dass du hier alles überstehen willst. Ne? Dann wird hier einer stehen, da einer stehen, dann gehen wir mal hier lang. So hoch. So, drei muss er noch killen. So, und dann wird hier eine Schukin stehen, da eine Schukin stehen, was weiß ich, da ein Magierin, da ein Ritter und irgend so ein Scheiß, ne? So, weißt du, die Schukin ist es immer gemein, die können sich unsichtbar machen. Aber wenn du selber eine Schukin hast und die machen sich unsichtbar, kommst du vielleicht durch die Verteidigungslinie. Ziel ist es, hier hochzugehen. Und da stehen nämlich ganz viele Charakteren, um dann den letzten noch Punkt zu verteidigen. So, und dann wird hier was stehen. Wird so ein riesen Diamant oder Kristall hier stehen und den müsste zerstören. Dann bist du Herrscher der Pyra. So, dann zeige ich ja erstmal hier alles. Sieht auch noch wunderschön aus. Von oben an musst du dich bis hier runter kämpfen. Das kann nämlich eine Zeit dauern. Und ja. Und das wird immer manchmal richtig hässlich. Und dann gucken wir mal, was die Prozent der Pyra hat. Kann ich mal gleich da Ort speichern. So, da ist der Eingang. Sieht aber wunderschön aus, ne? So. Ganze Fuchsjagdtiere da. So. Ja, Grabwächter Arkpok. So. Hier können wir die Prozente ansehen. Oh, es sind keine 100%, es sind 90%, schreibe ich mal hin. Zu Ihnen hier. So. Ja, zu den Schild kann ich auch mal was sagen. Zu. So, zwei muss er noch killen, dann müssen wir noch zwei Minuten mal abwarten. Der schreibt jetzt. Passt schon. Gut. Ja gut, zu der Funktion hier. Hier kann ich zur Gruft gehen, muss aber Gold zahlen. Es wird nicht mehr so festgelegt. Also der Schwierigkeitsgrad ist auf niedrig eingestellt. Niedriger Schwierigkeitsgrad, schwächere Monster. Der Spieler hier. Niedrige Verschmutzungs... Level stärkerer Spieler. Die werden so eingeschaltet. Naja. So, ich werde mir erstmal wieder einen neuen Kaffee holen und dann gucken wir mal, wie der Totenstein so langsam weiterkommt. Ne? So, einen müsst ihr noch killen und dann muss er nämlich den Adler und alles bla bla bla.